Ahoi, hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Flaffo und ich moderiere eigentlich die Entwicklungen auf dem Planeten Barb mit dem Spiel Spore. Wir sind noch in der Stammesphase im Augenblick, aber aus aktuellem Anlass habe ich das Bedürfnis, über ein ganz, ganz wichtiges Thema zu reden. Ihr seht es schon hier, ja, Kip hat sich schon eingedeckt mit allerhand Schutzmaßnahmen, weil auf dem dunklen Planeten der blöde Coronavirus grassiert. Und ich bin schon der Meinung, ja, man soll aus jeder Situation das Beste machen, jetzt nicht in Panik verfallen oder Hamsterkäufe machen, wobei ich nicht verstehe, was die Leute mit den ganzen Hamstern machen. Naja, ist auch wurscht. Jedenfalls, nein, Spaß beiseite. Es ist kein Spaßthema und auch irgendwelche Gerüchte, ach, es ist doch nur eine Grippe, ach, es ist doch nicht so schlimm, es betrifft doch hauptsächlich ältere Leute. Ja, es betrifft ältere Leute und es betrifft aber auch junge Leute, es betrifft alle Leute, alle Menschen, ja. Und es geht schon, so, gehen schon solche Sachen rum, wie zum Beispiel Corona-Partys, also Leute, die sich vorsätzlich anstecken wollen. Entweder weil sie das cool finden, was auch immer daran cool sein soll, oder was ich sehr gefährlich finde, also Unge zum Beispiel hat überlegt, ob er sich vorsätzlich anstecken soll, weil er es dann eben hinter sich hat. Und das ist, Entschuldigung, bei allem Respekt, aber das ist dumm, weil jeder Infizierte ist ein Infizierter zu viel. Ja, und jetzt schaut es euch doch mal an. Geschäfte werden geschlossen, abgesehen von Lebensmittelgeschäften, Tankstellen, Apotheken, ich glaube Friseure auch. Die bleiben offen und natürlich Ärzte. Aber zum Beispiel sagen jetzt schon Zahnärzte Zahnbehandlungen ab, weil es heißt, nein, behandeln jetzt einfach niemanden mehr, weil eine Ansteckungsgefahr da ist. Große Automobil- oder überhaupt Industriekonzerne, die bangen jetzt um Einbußen, schließen Werke. IKEA hat im ganzen Land, in ganz Deutschland alle Geschäfte geschlossen. Und jetzt überlegt mal, würde das die Regierung machen, wenn es doch nur eine normale Grippeepidemie wäre? Natürlich, es ist kein Captain Trips. Ja, wer nicht weiß, was es ist, soll eben mal Stephen Kings The Stand lesen oder das wenigstens googeln. Es steht jetzt auch keine Zombie-Apokalypse oder irgend so ein Case bevor. Aber ihr seht, eine ganz normale, scheinbar normale, unscheinbare Krankheit legt ganze Länder lahm. Wir stehen kurz, also Deutschland steht wahrscheinlich kurz vor einem Shutdown. Das heißt, dass jetzt alles geschlossen wird. Es sind ja jetzt schon Kinos und Theater und Veranstaltungen und alles Mögliche gestrichen. Und bitte, bitte, es ist jeder Einzelne ist wichtig. Haltet euch daran. Glaubt nicht so einen Quatsch wie, ach, wenn man das mal gehabt hat, dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm oder es ist ja nicht so schlimm und ich gehe trotzdem raus und ich nehme trotzdem am öffentlichen Leben teil. Bitte macht das nicht. Bitte. Seid vernünftig und haltet euch daran. Und noch etwas, die Stimmen wurden auch schon bekannt. Es wurde schon gesagt, ach, mein Sprachprozessor funktioniert heute nicht. Man sollte das Beste aus der Situation machen und das rate ich euch auch. Macht das Beste aus der Situation. Ja, macht das Beste daraus. Geht etwas zocken oder lest ein gutes Buch. Es ist ja nicht verboten, zu skypen oder zu telefonieren mit euren Liebsten, aber haltet Abstand hauptsächlich von älteren Leuten oder von Menschen, die schon krank sind oder schon irgendeine Vorerkrankung haben. Vermeidet es, soweit es geht. Auch sonst irgendwelche Veranstaltungen, also ich meine jetzt nicht öffentliche Veranstaltungen, die sind ja verboten, aber bitte, bitte keine Corona-Partys oder irgendwie so ein Scheiß.
Ich finde das ganz gefährlich, in der Öffentlichkeit zu sagen, Leute, die zum Teil eine Vorbildsfunktion haben, wie ja, wie YouTuber, ja, sie haben Vorbildsfunktion, auch wenn sie das wollen oder nicht, aber wenn dann so ein bekannter YouTuber sagt, ach, ich überlege, mich vorsätzlich anzustecken, dann sehen das andere und sagen, ach, dann mache ich das auch oder ach, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Jeder Infizierte ist einer Infizierter zu viel. Denkt daran. Der französische Präsident hat gesagt, wir befinden uns in einem Krieg und es ist tatsächlich ein Krieg, ähnlich wie bei Krieg der Welten. Denkt daran, den Aliens ist es dann am Ende auch nicht mehr so gut gegangen, wenn sie, wenn ihr vielleicht den Film kennt. Ja, das war's von hier aus. Also geht etwas zocken oder guckt Fernsehen, guckt Filme. Lasst euch nicht verrückt machen, aber auch nicht zu lasch das Ganze behandeln. Ich gucke, dass ich in den nächsten Tagen dann wieder mit Spore in der Stammesphase weitermache. Also wenn ihr Interesse daran habt, ja, und wenn nicht, dann geht es trotzdem weiter. Ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt neugierig und bis bald. Tschüss. Ich will auch so einen Schutzanzug. Oh, die Aufnahme ist noch an. Jetzt aber abschalten. Tschüss.